Und das fängt übrigens beim Nichtwählen an. Die Geschichte, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, weil keine Partei ist 100%, ist eine schlechte Ausrede. Die müssen gar nicht 100% sein, 51% reicht. Die müssen nur das Kreuzchen darauf machen. Ja, wer ist denn 100%ig mit uns zufrieden? Das ist in allen Parteien so. Wer eine Partei haben will, die 100%ig ist, der darf den zweiten Mann nicht dazunehmen. Da geht's los. Mit der Unzufriedenheit, mit den unterschiedlichen Meinungen in der Partei. Also dieses Engagement, wichtig. Viele Ältere sind auch unterwegs, kritisieren das nicht, aber andere könnten sich noch bewegen. Einen Punkt will ich ansprechen, der mir ganz wichtig ist: Sport, Bewegung. Für Mittelalter, auch für Alte. Auch wenn man 60 oder 70 ist, kann man immer noch anfangen, etwas zu tun für sich. Das ist gut, weil Bewegung der Beine ernährt das Gehirn und ernährtes Gehirn hält jung, überhaupt keine Frage. Und nie sagen, ist zu spät für mich, sondern sich noch bücken und noch ein bisschen schneller gehen oder ein bisschen laufen. Unter Anleitung, sich zu bewegen, in den Sportvereinen eine Gruppe zu machen für Seniorinnen und Senioren, spazieren gehen, einfach an die Luft kommen, Bewegung haben. Das ist gut für den Körper, gut für den Kopf, Und es ist sozialer Kontakt natürlich auch. Und das hilft auch, im Leben mitten da drin zu bleiben. Wir brauchen dringend eine flächendeckende Versorgung mit palliativen Hospizdiensten. Das sind die, die ja professionell, aber auch ehrenamtlich sich kümmern darum, dass die letzte Strecke des Lebens gut bestanden werden kann. Eine Gesellschaft ist nur gut, wenn sie Bürgermeister. Eine Gesellschaft ist nur gut und hinreichend anspruchsvoll, wenn sie dieses letzte Stück des Lebens nicht abhakt. Deshalb ist die Hospizidee und die Palliativmedizin so unendlich wichtig. Wenn mich einer gefragt hätte vor 30 Jahren, vor was hast du Angst, hätte ich gesagt, dass ich, wenn ich alt bin, lange liege und große Schmerzen habe. Heute weiß ich, die Palliativmedizin, selbst genug erlebt in den vergangenen 10, 15 Jahren, hat nicht die Möglichkeit, alle Schmerzen wegzunehmen, aber doch sie deutlich zu reduzieren und zu minimieren. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Aber es muss auch organisiert sein, es muss auch richtig dosiert sein. Man muss da mit umgehen können. Und natürlich gehört die Hospizidee auch dazu. Die Hospizidee ist die Idee davon, dass wir Menschen alle sterben werden. Also das ist ein Punkt, an dem wir alle 100% Sicherheit haben. Die Frage ist, wann ist man selbst dran? Und die Frage ist, bei wem erlebt man es und wen kann man und muss man begleiten dabei? Und das ist etwas, was in aller Köpfe drin ist, wo aber selten drüber gesprochen wird. Ich ermutige einfach darüber, mal zu reden, an Stellen, im Freundeskreis, aber das auch zu organisieren, in Verbänden und Organisationen. Das fängt mit Patientenverfügung an und mit Vorsorgeregelungen, mit all denen, um was es da geht. Meine Lebenserfahrung ist, es gibt da einen Unterschied zwischen unserer klassischen Medizin, der im Himmelswillen nicht so nahe treten will, ist hochleistungsfähig, und der Hospizidee. Ärzte, Medizin versuchen, den Tod zu verhindern. Und sie sind gut. Und sie schaffen das mehr als jemals zuvor in der Geschichte. Aber wenn sie dann sehen, dass nichts mehr hilft, dass das Kurative sozusagen zu Ende ist, dann resignieren sie und dann sind sie ein bisschen betroffen und auch beleidigt in ihrem Berufsstolz und wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann fängt Hospiz an. Nämlich die Erkenntnis, dass wir diesen Weg hin, dass wir die letzte Lebensphase begleiten können und begleiten sollen, die Liebe zum Leben hochhalten, die Lust auf Leben auch, und es so gestalten, dass die, die gehen und die, die bleiben, sagen können, ja, das ist auch ein gelungenes Stück Lebensende. Jeder Abschnitt des Lebens ist wichtig, ganz klar. Und ich rede hier nicht so, als ob das klingen sollte, das ist das Wichtigste. Nee, wir leben nicht, um zu sterben, und wir, wenn man einem 40-Jährigen oder 20-Jährigen sagt, jetzt leb mal vernünftig und gesund, damit du mit 85 gut sterben kannst, weil du bist ja völlig verrückt, lass mich in Ruhe mit sowas, das ist auch normal, da muss man auch drüber lachen können, ja, ausdrücklich, aber trotzdem, es kommt darauf an, wie gehen wir damit um. Und das ist übrigens aus meiner Sicht auch ganz wichtig, was die Würde des Lebens angeht. Die Bettler fahren mit ihrem Bus durch Berlin, da steht drauf, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1.1,
Punkt, 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 bis zum Schluss. Ganz wichtig. Und die Tendenz, die wir in Deutschland haben, zunehmend, dass gesprochen wird über aktive Sterbebeihilfe und all die Dinge, um die es da geht, mich besorgt das sehr. Weil ich sage Ihnen, ich sage euch, wir werden eine Diskussion bekommen über die Nützlichkeitserwägungen, wenn ganz viele alt sind, wenn klar wird, was das alles kostet und wie das eigentlich geht. Und wir sind gut beraten, wenn wir sagen, nein, wir wollen eine Gesellschaft sein, die das auch klärt und die das auch rechtzeitig so organisiert, dass alle in Würde auch wirklich alt werden können. Machen letzten Punkt. Da geht es um die Frage der Rolle der Kommunen. Bei all dem, was ich beschrieben habe, glaube ich, wird immer klar, das ist sehr unterschiedlich in München und in Ludwigslust und in der Region Hannover. Und deshalb muss man unterschiedlich ansetzen. Man kann kein Bundesgesetz machen, indem man das irgendwie klärt. Sondern was wir machen müssen, ist den Kommunen Handlungs- und Planungsrecht geben, damit sie gestalten können. Und ihnen auch das nötige Geld geben, damit sie die vorsorgende Sozialarbeit auch finanzieren können. Wir übernehmen von Seiten des Bundes, da klatschen die Kommunalpolitiker, wir übernehmen als Bund die Grundsicherung. Die haben wir übrigens mal eingeführt, 2001, aber wie das immer so ist, Sozialdemokraten können eines besonders schwer, sich selbst loben. Dürfen wir ruhig mal sagen, wir haben 2001 die Grundsicherung eingeführt, weil vorher gab es ganz viele besonders Witwen, die hatten eine so niedrige Rente, dass sie davon nicht leben konnten, wollten aber nicht aufstocken beim Sozialamt, weil da die Kinder in Anspruch genommen wurden. Also haben wir ohne Rückgriffsrecht eine Grundsicherung eingeführt, für die wir im Jahr 4 bis 5 Milliarden ausgeben im Augenblick. Wir wollen dann mit der Solidarrente möglichst noch etwas erhöhen. Ja, aber das ist schon mal da. Und da sollen die Kommunen entlastet werden und das soll der Bund bezahlen. Und wir wollen die Eingliederungshilfe etwa 10 bis 12 Milliarden Euro, die auf die Kommunen kommt und auf die Kreise kommt, Schritt für Schritt zu einer Finanzierung machen des Bundes. Das ist richtig. Denn diese Kosten sind Kosten für Menschen mit Behinderungen. Die leben länger, das ist gut. Die werden auch alt, das ist gut. Und das kann nicht etwas sein, was wir den Kommunen hinschieben, sondern muss auch die nötige Entlastung geben. Und deshalb wollen wir diesen Weg auch weitergehen. Wir müssen den Kommunen Gelegenheit geben, soziale Dinge zu organisieren. Wir haben dazu 1998, 99 mal ein Programm entwickelt, das hieß Soziale Stadt oder heißt so. 100 Millionen haben wir angefangen. In besonders schwierige Stadtteilbereiche. Haben gesagt, wir geben euch Geld und gucken mal zu, was ihr eigentlich machen könnt und machen müsst damit. Wir waren eben in Pattinson in einem Mehrgenerationenhaus. Da habe ich so gedacht, das könnte sowas sein. Wo man ganz auf die Situation eines Ortes zugeschnitten Einrichtungen hat, die hohe soziale Bindungskraft haben, wo Menschen sich treffen können, wo sie beraten werden, wo Kinder hinkommen können, wo junge Leute dabei sind. Besonders schönes Erlebnis, junge Leute dabei, die sich da freiwillig engagieren und mithelfen dabei. Solche Dinge müssen wir den Städten und Gemeinden geben. Denn wir müssen den Städten und Gemeinden die Möglichkeit geben, den Menschen drei Dinge zu sagen. Wenn ihr hier Kinder habt oder Kinder haben wollt, dann könnt ihr davon ausgehen, da gibt es Krippe, da gibt es Kita, da gibt es Schule, da wird es eine Schul- und eine nachwachsende Ausbildung, Berufsausbildung geben. Darunter machen die Eltern das nicht mehr. Du kannst heute junge Eltern nicht sagen, du weißt gar nicht, ob dein Kind das schafft, kriegen wir erstmal Kinder, dann gucken wir zu. Das war früher im Sauerland so. Als ich in der Klasse 4 war, war der Rektor bei uns zu Hause, haben die überlegt, ob ich auf eine weiterführende Schule gehe. Das kostete aber Geld und ich musste weit fahren. Und mein Vater hat gesagt, wir müssen ein Haus bauen, das kann auch so ein guter Katholik werden. Ich kann dann sehen, wie so, das alles so passiert dann, was daraus sich entwickeln kann. Jedenfalls, die Eltern heute wollen wissen, haben wir exzellente Bedingungen für unsere Kinder? Und da kann man nur die Kommunalpolitiker und die Länder ermahnen, macht Regelungen im Schulbereich, die nicht von einem Jahr zum anderen hoppen, sondern gibt den Eltern, den potenziellen Eltern eine Sicherheit, dass sie wissen, wie das eigentlich geht. Wir sind alle hoch beunruhigt immer. In jeder Diskussion erlebt man das. Das Zweite, die Menschen brauchen Arbeit, die gut bezahlt ist. Und da wird deutlich, dass der Lebensradius, in dem die Menschen denken, größer ist oder unterschiedlich groß ist. Wir akzeptieren nicht für die Kinder, dass sie so weit fahren müssen, wie sie zur Arbeit fahren. Wenn einer einen guten Job hat und er muss dafür drei, vier Stunden fahren, macht er das, wenn der Job sicher ist und wenn er eben gutes Geld dafür bekommt.
gibt es eine hohe Flexibilität. Die Stadtgrenze ist jedenfalls nicht die Grenze, an der Menschen diese Möglichkeit messen. Dass die Kommunalpolitiker in der eigenen Stadtgrenze möglichst viel Arbeitsplätze haben wollen, Gewerbesteuer, alles verstehe ich, alles klar. Aber ich rede im Moment über die Motive der Menschen, an einem bestimmten Ort zu leben und weiter zu wohnen. Und das Dritte ist, du musst den Älteren sagen können, du kannst hier gut alt werden. Und das wird oft unterschätzt. Die Alten wollen nicht im Wald leben und die Vögel singen hören, sondern die wollen im Pantoffel runtergehen. Das soll ein Arzt sein, Apotheke, Bäcker und Bus. Wenn du das hast, gut, wenn nicht, nicht gut. Und es gibt große Abwanderungen in vielen Bereichen, in den ländlichen Räumen, von Menschen in einer Altersklasse 60 und drüber. Und das geht immer wie folgt. Ich kenne das aus Sundern, das ist dieser Ort im Sauerland, in dem ich zu Hause bin. In der Siedlung, in der ich da lebte, hat mein Vater gebaut in den 15 Jahren das Haus für 2, 3 Kinder. Alle hatten 1 oder maximal 2, die Kinder sind weg und das ging früher so. Wenn Papa oder Mama krank wurde, wurden die Kinder angerufen in Köln oder in München, wo die sind, oder in Hamburg. Komm nach Hause, pflegst du Christus Haus. Heute sagen die, weißt du was, Mama, komm nach Köln, komm nach München. Und ich sage ihnen, Mama macht das, Papa auch. Weil unsere Generation weiß, du kannst in der Stadt gut alt werden. Medizinische Versorgung, Mobilität und das Umfeld ist auch da. Und das ist nicht nur alles Stau und Hitze, sondern du kannst ja gut alt werden. Ich kann in meiner Heimatstadt, hat mir das mal geben lassen, 200 Wohnungen sofort kaufen oder mieten. Oder Häuser. Die sind ganz in Ordnung, weil die soziale Kontrolle ist hoch, sie stehen sauber aus, nur keiner drin. Und die sagen mir, du kannst in 10 Jahren wiederkommen, kannst du noch 100 kaufen. Ich kenne in der Siedlung um mich herum die Situation, weiß, wer da drin ist. Und weiß, dass das irgendwo alles zu Ende geht und dann wird man eine ganz neue Situation haben. Erhebliche Verzerrungen bei den Immobilien. Der Wert der Häuser knackt ein und in den Städten explodiert das Ganze. Und weil das alles so ist, sind wir gut beraten, wenn wir versuchen, die extremen Ausschläge an Dynamik und an Verödung ein bisschen auszugleichen und ein bisschen ausgeglichener zu halten. Man kann in Städten wie hier gut leben, weil das in einem Verbund ist, der über die Stadtgrenzen hinaus bis zur Stadt Hannover geht und wo man ja dann zu Hause ist und wo man nicht jeden Tag überhaupt darüber nachdenkt. Und wo man dann auch wissen kann, wenn man ein bisschen weiter draußen wohnt, hast du vielleicht mehr Platz, vielleicht eine günstigere Mieten- oder Eigentumskonstruktion. Die Kinder haben vielleicht mehr Spielplatz. Ich bin in einem Verein, ich habe Nachbarschaft. Das ist auch nicht unwichtig, das wissen die Leute auch zu schätzen und das muss man den jungen Leuten auch nochmal sagen, wie wichtig das ist. War ein bisschen zu lang, aber ich war gerade gut drauf. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit.